wir wollen unsere 8,2% haben. Spätschicht sind Kollegen gekommen, von der Nachtschicht sind Kollegen gekommen. Hälfte der Belegschaft war hier auf dem Platz. Das Werk stand heute still, selbst das Stahlwerk. Die Belegschaften in den Stahlunternehmen stehen. Die kriegen mit, ihre Arbeitgeber machen Gewinne und wollen jetzt einfach fair beteiligt werden. Die Stimmung ist kämpferisch und ich merke überall, dass die Belegschaften zu mehr bereit sind. Also nicht nur streitlustig, sondern streiklustig. Prozent ist einfach gerechtfertigt und das haben wir uns auch verdient. Es sieht in anderen Stahlunternehmen auch sehr gut aus und es ist jetzt einfach mal an der Zeit, dass wir auch mal an uns wieder denken müssen und wir auch mal wieder ein bisschen was vom Kuchen abhaben können. Die 8,2% sind verdient, weil wir jeden Morgen hier hinkommen, weil wir alles geben für dieses Unternehmen und dafür endlich belohnt werden möchten. Der Sprit ist teuer, alles geht hoch, die Inflation, und wir brauchen halt auf jeden Fall das Geld. Und jetzt sind die Unternehmer mal daran, Verantwortung zu zeigen und die soziale Sicherheit der Kollegen zu schützen. Ja, wir fordern 8,2% in der Stahl- und Eisenindustrie, weil wir es einfach verdient haben, weil wir Tag ein, Tag aus gute Arbeit leisten. Weil wir eine hohe Inflation haben, weil unsere Leute das wert sind, weil es eigentlich noch zu wenig ist. Und dafür stehen wir hier mit klarer Kante. Über 3000 Kollegen und Kollegen sind heute hingekommen. Und das war heute ein ganz klares Zeichen und darauf bin ich, genau wie meine Kollegen, stolz. Die Zeit läuft ab. Wir werden, wenn es sein muss, aufs Äußerste gehen und den Konflikt in die Betriebe tragen. Wir wollen die 8,2%. Die IG Metall macht keinen Ablasshandel und lässt sich freikaufen mit Einmalzahlung. Die dauerhafte Belastung der Haushalte muss uns durch eine dauerhafte Tabellenerhöhung ausgeglichen werden. Bahnsteig mitverfolgen, in der Hoffnung, dass es schwach ausfällt. Aber da, Herr Fuhrmann, muss ich Sie leider enttäuschen. Wir sind da, wir sind stark, wir starten noch nie. Direkt an Herrn Fuhrmann, ganz klar, wenn man provoziert, muss man sich über die Antwort nicht wundern. Wir wollten sehen, ob wir was können, das haben wir Ihnen gezeigt. Und wir werden auch zeigen, dass wir noch mehr können, wenn Sie das unbedingt wollen. Aber unser Ziel ist, einen vernünftigen Tarifvertrag zu bekommen. Und jetzt liegt es an Ihnen, mal endlich was auf den Tisch zu bringen, worüber man überhaupt verhandeln kann.